Ja, und da sind wir auch schon wieder bei Grand Theft Auto Vice City Stories. Und ja, ich muss mich gerade mal gleich wieder ein bisschen reinfinden, denn ich habe jetzt seit 1,5 Wochen nicht mehr gespielt oder so. Und das hier ist auch der erste GTA-Teil, den ich drehe, nachdem mein Headset kaputt gegangen ist und ich wieder Internet habe. Also, um das mal kurz zu klären: Headset geht kaputt und ich leihe mir ein Standmikrofon aus von einem Freund von mir. Und deswegen muss ich jetzt mal jetzt heute am Donnerstag und morgen am Freitag ein bisschen auf Vorrat drehen, damit ich das auch wieder zurückgeben kann. Deswegen ist das auch der Grund, warum ich mich ein bisschen anders anhöre. Ich habe jetzt mittlerweile ein paar Assassin's Creed Folgen gedreht, die ich dann so langsam mal hochlade. Das ist ein schöner, echt schön, wie lenkt man? Naja, ein echt schöner Sonnenuntergang. Oder Sonnenaufgang, Entschuldigung. Wir haben ja 4:54 Uhr. Also, ich finde das schön. Naja, steigen wir mal hier ein. Eine Frau fährt einen Laster. Was soll das denn? Das lasse ich nicht zu. Den Laster fahre ich. Oh, scheiße. Aus Versehen überfahren. Naja, gut. Ja, wie gesagt, das mit dem neuen Mikrofon. Deswegen höre ich mich jetzt auch ein bisschen anders an. Ich habe schon ein paar Assassin's Creed-Folgen gedreht und Probe gehört. Und ich höre mich, also so wie ich das feststelle, höre ich mich auf jeden Fall ein bisschen anders an als normalerweise, aber ich glaube nicht so viel anders. Das hört sich ein bisschen so an, als ob meine Nase verstopft wäre oder so. Das ist natürlich nicht der Fall, aber ja. Vielleicht liegt das einfach daran, dass ich nicht immer direkt ins Mikro spreche, sondern ein bisschen den Kopf nach unten gebeugt habe, um die Vita zu sehen. Oh, welcome to Vice City. Aber ich kann es halt nicht anders machen. Und wenn ich das Mikrofon umstellen würde auf omnidirektional, dann wird das auch alle anderen Geräusche hier im Raum aufnehmen und dann, ja, das fände ich jetzt noch ein bisschen schlechter, als wenn ich einfach nur diese Aufnahmerichtung hier, also frontal, auswähle und dafür dann meine Nase halt ein bisschen verstopft klingt. Beziehungsweise meine Stimme so klingt, als wäre meine Nase verstopft. Aber ist ja nur mein Gefühl, wie gesagt, ihr könnt das ja selber beurteilen, obwohl ich das an eurer Stelle besser sein lassen würde. Und wehe, ihr gebt mir eine schlechte Bewertung dafür. Und wehe. Wehe, ihr bewertet meine Videos schlecht. Dann gibt's Ärger. Riesigen Ärger. Was ist das hier? Hex mit Clothing? Ach, Kleidung. 10.000 Dollar? Oh. Wollen wir uns mal einkleiden? Wow, so große Auswahl. Das sieht in meinen Augen alles gleich aus. Ist aber nur so ein Gefühl. Was kann ich denn jetzt hier machen? Kann ich hier was? Kann ich hier gar nichts machen? Ja, toller Besuch im Kleidungsgeschäft. Vielen Dank. Da steht noch unser Laster. Zum Glück wurde nicht geklaut in der Zwischenzeit. Ist ja echt schrecklich in dieser Stadt mit dem Diebstahl und so. Ja, aber was willst du machen, ne? Kannst halt nicht alles verhindern als gesetzestreuer Bürger. Da rechts ist was zum Angreifen. Werde ich jetzt nicht machen. Ich habe schon genug Ärger damit, die Mission mit diesen komischen Weibern da fertig zu kriegen. Aber die werde ich jetzt nicht machen. Kann ich euch mal beruhigen, denn bevor ich hier wieder 10-mal versuche, die zu schaffen, gehe ich lieber zu unserem Lieblingshomo Remi. Ja, ich weiß, wie er mit Vornamen heißt. Ich bin schon einen weiteren Schritt voraus im LP aufnehmen. Denn ich weiß die Namen der Protagonisten. Wie schön. So. Nein, ich will nichts zerstören. Vielen Dank. Vielleicht später. So. Ich sollte mein Fahrzeug gleich mal austauschen. Denn dieser Laster ist hier ein bisschen unhandlich. Also unhandlich sowieso, aber nicht leicht zu handeln, wie ihr seht. So, und links. Nicht die. Gut. Von wegen nicht die Polizei rammen. Und rechts. Ich glaube, ich habe hier einen klitzekleinen Umweg gefahren und einen klitzekleinen Menschen getötet. Aber sonst auch nichts. Und ein klitzekleines Auto zerstört. Aber sonst auch nichts. Und die Ampeln hängen waagerecht, fällt mir gerade auf. Was für eine verquerte Welt. Ja, gut. Remmemmemmemmemmemmemmem. Ich fahre mit meinem Laster. Mit meinem Laster. Mir fällt kein Reim auf Laster ein. Ich höre am besten auf zu reimen. Das war ein Reim. Mehr oder weniger gut, aber es hat sich gereimt angehört. Was ist das denn? Knallen sie sich hier gegenseitig ab oder was? Spackos.
Das mache ich für euch. Einen Moment, ich muss ja eigentlich nur hier durchfahren. Dann, okay, gut. Ja, die Wand hat einen Strich durch meine Rechnung gemacht. So. So, und... Super, ohne die Kamera zu drehen, perfekt hier eingepackt, wollte ich schon sagen. Ist ja auch meine Leistung. Und ich komme mir so vor, als spreche ich mit einer Person, wenn ich ans Mikrofon gucke und dagegen rede. Aber das ist halt schlecht, weil... Was ist besser? Ihr könnt mich hören oder ihr könnt das Spiel sehen? Schreibt es in die Kommentare. Als ob die Kommentare nicht sowieso schon... leer wären. Eigentlich posten selten Leute was. Das ist aber jetzt gar nicht so schlimm, weil... Ich fühle mich verpflichtet, auf jeden Kommentar zu antworten und da kann das auf Dauer schon mal ein bisschen nervig sein. Ja, nein, schreibt so viel ihr wollt. Ne? He doesn't know. No, and let's keep it that way. Of course, he is an artist. The pressure could kill him. I mean, I perform well, knowing people want to drill me full of holes. But I am unique, darling. Darling! Hey, Renny. Hi. Darling, this is darling, 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 wunderbar. So now we are acquainted, no? Who wants to oompa? I'm Vic. All right, Barry, mate. Now, darling, darling needs a favor. Yeah, I need you to drive me and one of my clients around. Major player. Could sing the birds down from the trees. You'll love him. I'm kind of expensive for a limo service. Yeah, well, rock and roll's a dirty business, cock. Excuse me? Well, this one bloke gave me 3 million quid, but now he wants it back. Cheeky twat. He's threatening to kill my bloke if I don't pay up. Okay. I'll help you, but it's gonna cost. Yeah, yeah. Christ on the bike is at the time. You better go and meet me boy. You are gonna love him. Nein, ich werde ihn nicht so lieben, wie René uns liebt. Nein, nein, nein. So. I've got a special limo ordered. Let's go and get it, then pick up the boy. Oh, Limo gefällt mir, aber das Auto hier gefällt mir noch ein bisschen mehr. Können wir nicht damit fahren? Special limo? Bulletproof? I'm not taking any chances, mate. This nutter means business. Oh. Mit Fullspeed zur Limo. Bisher, ohne irgendwas zu zerstören. Achtung, und... Da sind wir. Ja, das nicht. Oh, oh, oh. Ups. Ha, das wäre von beinahe ins Auge gegangen, wenn das jetzt explodiert wäre. Während die Limo da noch gestanden hätte, hätte die wahrscheinlich auch Feuer gefangen. Das ist jetzt nicht so optimal. Die will ich ja noch benutzen. Wir fahren mit der Limo. Mit der Limo. Mir fällt auch kein Reim auf Limo ein. Kino. Naja. Geht so, ne? Los. Hier mache ich im Übrigen, falls ihr auch Assassin's Creed guckt, keine Doppelparts. Nur zur Info. Deswegen werden die auch wieder 20 oder wahrscheinlich üblicherweise 25 Minuten lang, die Parts. Des einen freut, des anderen leid. Die, die längere Parts mögen, freuen sich. Die, die Doppelfolgen mögen, freut sich nicht. Einen Moment, kann ich hier drüber? Nein. Ja, selbstverständlich nicht. Wie sollte ich auch über diesen Busch fahren können? Ah nee, scheiße, das ist eine Wand. Tut, tut, wir sind da. Slow-mo, das heißt, da explodiert gleich was. Bloody hell, that nutter sent a goon's blood after me, challenge! Get him, Vic! Natürlich explodiert was. Oh. Scheiße, ich werde sterben. Wie duck ich mich?
Ich kann nicht in Deckung gehen, oder? So. Und... Ha, das habt ihr davon. Look, Barry, when I agreed to play Vice City, I didn't expect it to be my swan song. It's no problem, mate. Just some nutcase trying it on. Hey, aren't you? Phil, mate. Phil Collins. Let's do the meet and greet another time, aye? Come on! Oh, einen Polizeistern. Das ist ja so viel dafür, dass wir gerade 8 Leute umgebracht haben. Ich hätte gerne lieber den Sonnenaufgang. Der gefällt mir mehr. Komme ich hier nicht raus oder was? Doch, da vorne. Natürlich komme ich hier raus. Einen Moment. So. Was ist das denn? Oh. What money? Barry, who are these nutters? Keep your pretty head down, Phil! Christ on a boy, Vicky Flores! For crying out loud, Barry, what have you done this time? I swear on my mother's life, on my dead mother's grave! I don't know what he's on about! Ich hoffe, der Wagen ist wirklich kugelsicher und explosionssicher und aufprallsicher und dummheitssicher. Denn sonst könnte das ganz schnell in die Hose gehen bei mir. Oh... Da wollte ich jetzt nicht hin. Hätte jetzt nicht gedacht, dass da keine Abzweigung mehr kommt. Ja. So schnell kann er an die Minimap drüben. Das ist auch ein Problem mittlerweile mit dem neuen Mikrofon und den neuen Kopfhörern, die ich dazu habe. Ich sage immer, das neue Mikrofon, das gehört gar nicht mehr. Das ist geliehene Mikrofon. Und da ist es nämlich schwerer, klar zu sprechen. Weil man sich selbst nicht hört. This is Vice City, mate. Seriously? Bandit Country? It's nothing. Who is this Giorgio you owe money to? Oh, just a fan. He lent me, he gave me a few quid. Barry, are you in hock to gangsters? No, mate, I swear. On your life. Yeah, well, that's what I'm worried about. You're a real moron. I should have left you managing that talking dog. What was his name? Puddles? Puddles, der sprechende Hund? Oh. Den muss ich mal kennenlernen. Ja, die Limo gefällt mir ja ziemlich gut, aber ich glaube nicht, dass wir damit allzu gut durch die Stadt kommen werden. Aber die ist viel zu schade zum Abgeben. Deswegen werde ich die so lange fahren, bis die explodiert. Ja, ist gut. Ist gut. Gonzales. Victor, mein Freund. Komm doch mal vorbei. Ja. Gerne doch. Wo wohnst du denn? Mein Freund? Ach, da vorne. Dann fahren wir mal zu dem großen G, nicht wahr? Ja. Denn ich habe keinen Bock. Diese Model-Mission, die regt echt auf. Die regt auf. Von daher muss das nicht wirklich sein, dass ich die jetzt schon wieder mache. Da lasse ich mir noch mal ein paar Folgen mit Zeit. Da unten ist ein Waffenladen. Da oben ist der Typ, wo wir hin müssen. Und zwischendurch kommt kein Waffenladen mehr. Soll ich jetzt zurückfahren? Das Reni. Wir haben 3 zur Auswahl, wie schön. Ja, ich glaube, ich fahre mal zurück, weil der Waffenladen da unten, der ist schon ziemlich nahe, also näher dran als der andere. Oh, hier gibt es eine Schießerei. Die beende ich mal kurz. So, beendet. Los, fahr. Das muss cool aussehen. Puh. Ja, das Radio fehlt mir. Ja, das Radio. Wir haben so schöne Zeiten erlebt. Ja. Ganze 6 LP-Parts oder wann auch immer das war, wo ich das ausmachen musste. Gut, hier einmal. Wenden bitte und da einmal rein. Kriegen wir wieder kostenlosen Raketenwerfer, das wäre ja schön. Ja. AK-47. Ja. Spaß 12. Jetzt weiß ich, wo die ganzen Kinder ihre Namen her haben mit ihrem Gangster. Gangster mit Z. G-A-N-G-Z-T-A. So, diese ganze Kacke, also diese Schreibweise. Alles die Schuld von GTA.
Verbietet das Spiel. Los! Raketenwerfer ist nicht mehr ganz so kostenlos. Dann nehmen wir mal eine AK mit, ne? Man muss ja gerüstet sein. Gut. Bitte nicht aus Versehen schießen. Ja, nicht aus Versehen geschossen. Ich bräuchte am besten auch noch ein bisschen Energie, aber die kann ich ja woanders bekommen. Einen Moment. Das ist die Gelegenheit. Ich könnte gerade mal gucken, ob hier... Erstmal Waffe wegstecken. Ob hier Gesundheit rumliegt in dem Haus. Das dürfte ja so sein. Es ist ja schließlich unser Speicherort und so, ne? Nein. Hier ist keine Gesundheit. Willst du mich doch verarschen? Hallo? Nein. Nein. Das gibt's doch wohl nicht. Dann speichere ich halt. Wo? So. Denn speichern ist immer gut. So. Kill Phil. Ja. Ich habe gerade schon überlegt, ob warum Kill Phil jetzt eine Anspielung auf Kill Bill ist. Aber da ist mir eingefallen, dass das Spiel ja gar nicht 1984 produziert wurde, sondern 2007 oder, nee, 2006, glaube ich, oder 2005. Ich habe keine Ahnung. So. Ohne Gesundheit, aber mit einem Speicherstand fahren wir dann mal zu unserem nächsten Missionsziel. Das liegt nicht im Fluss, deswegen werde ich jetzt mal schön hier abbiegen. Ladadi, ladadu, ladadam. Ladadi, ladadu, ladadam. Gut. Also nochmal aufs, nochmal um das Thema Kopfhörer anzusprechen. Habe ich ja gerade, glaube ich, nicht ganz zu Ende gesprochen. Es ist echt schwer, mich selbst zu hören und selbst zu hören, was ich sage. Einfach aus dem Grund, weil ich das gerne abstellen würde, mit dem, dass ich mich irgendwie ein bisschen erkältet, so naseverstopft mäßig anhöre, aber das kann ich, wie gesagt, nur ändern, wenn ich mich höre. Das geht leider schlecht. Hier, Energie, perfekt. Und direkt mal wieder speichern hier. Speichern kann man ja nie oft genug. So. Und so. Und ich merke, wir haben schon 17,5 Minuten aufgenommen. Sollte ich mich heute tatsächlich mal an meiner selbst gesetzte Zeitgrenze halten? Ich glaube nicht. Und rechts. Und Brücke. Und wann geht die Limo kaputt? Und ein Moment. Wo muss ich denn jetzt lang? Einmal links, dann nochmal links und dann... Ach, egal. Ich fahre einfach, wie ich will. So. Und rechts. Hier sind wir doch gerade schon lang. Scheiße. Und wo sind wir jetzt? Einen Moment. Nein. Puh. Ist echt anstrengend hier. Ich nehme schon seit 2,5 Stunden oder so durchgängig auf. Könnte hinkommen, ja. Aber das verdirbt mir ja nicht die Laune an diesem Spiel. Die Laune verdirbt mir das eher, wenn ich ein paar Laternen umfahre. Ich fahre ein paar Ich kann kein Deutsch mehr. Okay. Wie kommen wir denn da auf diese Insel? Hallo? Diese Kopfhörer stören gerade ein bisschen. Ich habe die ein bisschen anders gesetzt jetzt. Das schmerzte nämlich ein bisschen auf der Kopfhaut. Ja, das ist halt das Problem, wenn man Kopfhörer mit Bügel verwendet. Also mit Kopfbügel halt. Ich würde gerne auf die Insel. Warte mal. Hier hätte ich vielleicht einbiegen können. Nein, das ist ja wieder diese... Doch. Da vorne zweite Seitenstraße rechts rein und dann...
20 Minuten, ich muss leider Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ah, nein, natürlich nicht. Hier kann ich rüber. So. Und jetzt mache ich Schluss. Ja, heute bin ich mal gemein. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder, sofern ihr denn wissen wollt, wer G ist und was G will. Und was ich als nächstes für eine Dummheit anstelle oder sage. Von daher bleibt dran, beziehungsweise schaltet einfach nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Spaß in Vice City. Bis dann.